Versandhalle der Gießener Allgemeinen Zeitung am Sonntagvormittag. Auf dem Programm Joe Bauschs Ernennung zum Botschafter Mittelhessens sowie Ehrung der Preisträger des GAZ-Krimi-Schreibwettbewerbs Mordsdichter. Als Schauspieler ist er einem Millionenpublikum als raubeiniger Pathologe Dr. Josef Roth aus dem Kölner Tatort bekannt. Als Mediziner ist er in der Justizvollzugsanstalt Werl als Gefängnisarzt tätig. Als Autor hat er im vergangenen Jahr mit dem Bestseller Knast ein vielbeachtetes Werk über seine Erlebnisse und Erfahrungen als Gefängnisarzt vorgelegt. Und nun wurde er auch noch vom Regionalmanagement Mittelhessen zum Botschafter Mittelhessens gekürt. Nach Begrüßung der mehr als 100 Besucher durch den Chefredakteur der Gießener Allgemeinen Zeitung Dr. Max Rempel würdigte Regierungspräsident Dr. Lars Wittek in seiner Laudatio die vielfachen Verdienste Joe Bauschs, der sich seit mehr als 30 Jahren über seine aufreibende Berufstätigkeit hinaus für gesellschaftliche Randbereiche einsetzt und gemeinsam mit Schauspielkollegen den Verein Tatort Straßen der Welt gegründet hat, der sich für Straßenkinder auf den Philippinen einsetzt. Ich habe eine ganze Weile in Marburg auch studiert, wobei ich im Nachhinein sagen muss, gefühlt waren das irgendwo, glaube ich, 7, 8 Jahre meines Lebens, obwohl es netto, glaube ich, nur 3 waren. Ich habe eine Weile hier in Gießen in einem Holzwurm in der Kneipe gearbeitet, in Marburg. Also das ist eine Ecke, die mich schon auch geprägt hat. Ich komme aus Hessen, ich bin in Mittelhesse. Unter der Moderation von dem Leiter der GAZ-Kulturredaktion Manfred Merz und flankiert von den Jurymitgliedern des Krimi-Schreibwettbewerbs Marion Schwarzmann, Andrea Wagner und Armin Pfannmüller gratulierte Joe Bausch sodann den Erstplatzierten, bevor er den Siegerkrimi Mädchenwürger von Selina Hillebrand den begeisterten Besuchern noch zum professionellen Vortrag bringen konnte. In meiner Geschichte geht es um einen jungen Studenten und es wird halt sein Leben so ein bisschen beschrieben, wie er studiert, wie er lernt und ja, seine WG, also er wohnt mit noch einem anderen Studenten zusammen. Und währenddessen wird aber auch noch beschrieben, dass einige Morde in Gießen geschehen. Also es ist ein Serienkiller unterwegs, aber es ist halt nicht klar, wer das ist. Und am Ende kommt halt raus, dass der Student es dann eigentlich gewesen ist und dass er so ein bisschen schizophren ist und es eigentlich gar nicht so genau weiß. Und es kommt dann halt am Ende bei einem sehr dramatischen Ende dann raus.